hast mich abgeschleckt. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zum Kaninchen-Einzugsvideo hier auf meinem Kanal. Ich kriege mein Grinsen nicht aus dem Gesicht. Heute ist es soweit. Heute werden die Nischen einziehen. Zum Einzug gehört jetzt aber auch, dass wir zusammen das Gehege einrichten und alles vorbereiten und dann gemeinsam zum Tierheim nach Düsseldorf fahren und die beiden Wackelnasen abholen. Wir wollen mal festhalten, wann die beiden Löffel hier, oh mein Gott, wie süß, bei mir eingezogen sind. Am 5. Da werde ich es mal hinschreiben. Ich glaube, jetzt kann man das nicht mehr übersehen. Das kleine Wackelnasen-Taxi kommt hier später zum Einsatz. Das lege ich schon mal zur Seite. Da werde ich den nämlich dann transportieren. Zum Thema Kaninchen-Erstausstattung und Einrichtungsvideo, was man da alles beachten muss und was so zu den Basics gehört, da mal anfangen, werde ich nochmal ein extra Video posten. Jetzt machen wir sowieso das Einrichtungsvideo hier mit. Seht ihr auch noch, wenn ich das Gehegebau-Video mache, das verlinke ich euch alles dann am Ende des Videos. Könnt ihr vorbeischauen und unten in der Videobeschreibung. Falls ihr mir noch nicht folgt, ich habe im letzten Vlog hier dieses Häuschen zusammenbauen wollen, aber da fehlte mir Schraubenzieher. Es war schon sehr spät, deswegen hier, schaut mal, das ist jetzt zusammengebaut und fertig lackiert. Kurz ein bisschen zu meinem Gehege. Ich habe da jetzt nochmal alles ausgeräumt, damit wir Schritt für Schritt hier alles durchgehen können. Das darüber ist meine selbst angemalte Kaninchenwand, extra für die Nienchen, passend zum Wohnzimmer. Und das, was ihr hier seht, ist eine Rarität, Marke Eigenbau. Insgesamt haben wir hier eine Fläche von 5,4 Quadratmetern. Und ich werde euch das jetzt mal zeigen, indem ich jetzt hier mal durchlaufe, weil das sieht man ja leider nicht immer auf den Videos. Hier schaut mal, richtig viel Platz für die Kaninchen. Und man merkt, ich freue mich total. Ich kann es kaum abwarten, die abzuholen. Hier vorne ist der Eingang dann zum Gehege selber für Mensch und Tier. Da können sie dann auch mal raus und Freilauf durch die Wohnung hoppeln. Ich habe hier alles, seht ihr ja auch dann noch in dem Tutorial-Video, für das Gehege selber. Alles ist hier komplett mit Alu-Leisten als Nagerschutz verbaut, damit die nicht an den PVC kommen. Hier ist ganz schöner Stein PVC drauf. Und das dicke Ding da in der Mitte ist ein Pflanzstein oder Pflanzring aus dem Baumarkt. Das hier hochzuschleppen war eine reinste Katastrophe, aber jetzt ist er da und ich habe in Kaninchenforen gelesen, dass das wohl sehr gut ist und die da sehr viel Spaß dran haben und deswegen steht das jetzt mal so in der Mitte. Einige Grundinfos zum Gehege wisst ihr ja jetzt und ich würde mal sagen, machen wir uns an die Einrichtung ran. Die Kaninchen kriegen bei mir eine Buddelkiste. Das ist so eine kleine Spielsandmuschel für Kinder. Die ist groß genug und da werde ich dann gleich Sand reintun. Spielsand für die Kaninchen. Tada! Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Ich glaube, die werden mir hier alles verwüsten und dreckig machen. Ja, macht man nicht alles. Ich denke, das ist in Ordnung. Das ist hier so eine Käfig-Unterlegschale, die möchte ich benutzen als bevorzugte Toilette für die Nienchen. Wir sind ja gerade am Anfang der Kaninchenhaltung. Ich hoffe, dass ich sie ein bisschen Stufen reinbekomme und dass ich die so trainieren kann. Aber wir werden ja dann in Zukunft sehen, ob das auch wirklich klappt. Für die Ecke habe ich dann hier so ein Katzentoilettchen. Dann kommt noch ein Klöchen hier in der Ecke. Und da jetzt den Rest des Streus drauf tun. Und da haben wir ein Ecktoilettchen. Für die Toiletten benutze ich ja ein Streu hier, so ein normales Kleintierstreu hier, eins meiner Favoriten ist Gypsy. Da werde ich aber gucken, da werde ich jetzt einmal auch Unterstreu machen. Ich habe ja schon total viel immer an Streu getestet. Ich hatte normales Hanfstreu, Leinstreu, alles habe ich schon ausprobiert bei den Hamstern. Bei den Kaninchen werde ich das auch mal machen. Expliziten Review zu den einzelnen Streuarten. Wenn ihr das möchtet, schreibt es in die Kommentare. Soll ich unbedingt ein Review, einen großen, ultimativen Test machen? Bitte schreibt es da. Hier kommt jetzt einmal normales Streu rein. Da hinten werde ich dann mit Unterstreu. Das sind so Holzfaserpellets. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Stand aber im Internet. Soll gut sein. Also werde ich das dann mal alles testen. Und das ist Gypsy Classic nicht super. Gibt da jetzt schon noch weitere Gypsy-Sorten. Und zwar Ultra. Und das ist dann noch feiner und noch entstaubter, worauf ihr auch achten müsst, dass ihr auch gute Streu habt, weil da können nämlich auch Krankheiten entstehen. Dadurch, wenn es sehr viel staubt und unangenehm für die Nager, jetzt nicht nur für Kaninchen, für Meerschweinchen auch, für Hamster, für alle, wenn das in die Augen kommt. Da einfach darauf achten, dass ihr gute Streu habt und ihr müsst halt auch gucken, was eure Tiere am liebsten mögen und dann könnt ihr da so variieren.
werde ich hier noch ein bisschen Stroh reinfühlen. Ich mag kein Stroh, sage ich hier ganz ehrlich. Ich mochte das noch nie. Ich hatte ja schon früher Kaninchen. Schaut meine alle 24 Haustiere oder 24 Haustiere Video. Das 50.000 Abonnenten Special. Ich mag Stroh nicht so. Also ich mag lieber Streu, weil das ist viel weicher und Stroh kannst du nur drüber streuen. Aber da die das aus dem Tierheim auch so kennen, möchte ich das jetzt hier ein bisschen übernehmen. Bei der anderen Toilette, bei dem Ecktoilettchen, da lasse ich das Streu nur drin mit dem Untern. Da zum Testen, aber hier werde ich jetzt auch nur ein bisschen verteilen. Aber klar, Stroh gehört auch dazu. Packen wir damit rein. Stroh ist auch extrem wichtig für die Außenhaltung. Also ich habe hier ein Innengehege, ein Wohnungsgehege für Kaninchen. Und wenn ihr die draußen habt, Extremfall im Winter, dann braucht ihr halt Stroh. Da ist das schon wichtig. Aber sonst, ja, zum Knabbern, aber hat man eher so Wiesenheu und Kräuter. Und dann gibt es jetzt auch Roggenstreu, Stroh, ich vertue mich hier immer. Das gibt es auch, das werde ich auch anbieten. Aber ich möchte ja in meinen Videos auch ehrlich zu euch sein. Eine der Heuraufen, die werde ich direkt über dem Streu anbringen, damit die Mümmels da mümmeln können. Was für ein Wortspiel. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich muss jetzt hier die wegen den Käfighalterung an die Wand bohren, ist aber kein Problem. Hier habe ich schon mal eine Heuraufe und die nächste werde ich hier draufsetzen. Bei den Häuschen bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich die am besten hinstellen soll. Der ultimative Direktmacher, aber auch toller Spaßfaktor, ein Heuhäuschen. Alle Besitzer kennen das. Ihr könnt so viel umstellen, ihr könnt so viel ausprobieren. Aha, da ist die Entscheidung immer schwer. Es ist eingerichtet, basic versteht sich hier, die zwei Toiletten. Dann haben wir hier einige Versteckhäuschen und als wahrscheinlich dritte Toilette werden sie die Buddelkiste nutzen. Ich werde aber alles noch im Nachhinein auch verfeinern, aber ich muss jetzt die Nischen dann auch abholen. Es werden dann auch noch ganz viele Gehege-Updates kommen und dann auch wahrscheinlich Gehege-Specials für Weihnachten, Ostern mit den Kaninchen. Herbst, Sommer, Frühling, Regen, Sonne, alles Mögliche kommt da. Ja, ich glaube, da wird noch so einiges an Videos auf euch zukommen. Sieht ja irgendwie schon, ja, So gefällt mir das doch dann ein bisschen besser von der Aufteilung her. Ein kleines Kuschelbett. Ich habe die Befürchtung, das wird entweder da runtergekickt oder sie werden da drin kuscheln oder sie werden den Sand und das Streu und alles da reinmachen oder sie werden es, weiß ich nicht, was sie damit machen, auf jeden Fall. Ach, wir werden sehen. Ich habe bestellt bei Zoo Royal und da ist auch ein Paket angekommen. Zum Futter der Kaninchen möchte ich jetzt eben kurz mal was sagen. Und zwar werde ich die Tiere noch am Anfang mit Trockenfutter füttern. Ich habe hier von J.R. Farm das Grainless Complete, das getreidefreie Futter, weil es sehr gute Bewertungen hat. Und ja, ich weiß, viele, die artgerecht bei euch füttern, die werden ja nur Frischfutter zum Teil verfüttern. Die Tiere kommen aber da aus dem Tierheim und sind das bisher noch gewohnt. Ich möchte Schritt für Schritt die auch umstellen, dass sie nur Frischfutter und Heu fressen. Da möchte ich mal schauen, wie das funktioniert. Aber hier getreidefrei, sehr bekömmlich. Es gab auch so einen Herbmix von Grainless, aber das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich werde mal gucken. Dann haben wir noch so Knabbereien, Apfelhölzer, Raufutter, auch sehr wichtig. Heu haben wir auch, kennt ihr auch von den Hamstern, aber die fressen das hier nicht. Die benutzen das hauptsächlich nur zum Verstecken und zur Gestaltung des Geheges, nehme ich das mal. Deswegen werde ich jetzt auch mehr Heusorten haben und ausprobieren. Eine Bürste, ein Furminator, den möchte ich unbedingt für Kleintiere ausprobieren. Habe ich schon für Hund und Katze und phänomenal. Ich glaube nicht, dass die hier drin so viel haben werden, aber trotzdem. Das muss ich ausprobieren, ich bin total begeistert davon. Ah, Spielzeug, ich weiß gar nicht, oder Ich sag mal so, ich habe auch viele Bewertungen dazu gegeben. Einige spielen da total gerne mit, die nerven dann mit ihren Besitzer. Ob das meine tun, weiß ich nicht, mit dieser süßen Bimmel und auch solchen Spielchen. Man kann auch viel Do-it-yourself-Sachen mit den Kaninchen machen. Da seht ihr dann auch in der Zukunft, was hier auf meinem Kanal ist, ein Spielball. Oh, das hatte mein Kaninchen damals auch, meine Melodie. Die hat damit auch gespielt, aber nur, wenn ich es im Freilauf getan habe im Garten. Dann haben wir noch so Leckereien. Ja, dann haben wir noch Knabberkekse und Knabberstangen. Ich kenne ja meine Zuschauer zum Thema Leckerchen und sobald die was sehen und dann so, oh, Miyuki, fütter deine Tiere nicht zu viel. Oh, das sind Belohnungsleckerchen. Ich werde die wahrscheinlich ganz lange haben und dann auch erst aufbrauchen, aber ich kaufe die immer auf Vorrat. Ne? Hier Erbsenflocken, sehr gut für Nischen. Und ich möchte auch Klickertraining machen und da brauche ich halt solche kleinen Snacks, wenn ich das immer mit Frischfutter mache. Ich werde ja auch sehen, wie die futtern und was sie futtern und das muss ich auch erstmal alles testen und kennenlernen. Deswegen, ich werde sie schon nicht dick füttern, erst recht, weil ein Bock, der ist ja kastriert. Jetzt wisst ihr, wir holen uns ein Böckchen dazu und da muss man ein bisschen aufs Gewicht achten. Hansepet. Das sind immer so Marken, wo ich nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden, aber habe ich ja auch ausprobiert, schon für die Hamster ist gut. Das wird auch was. Eine Krallenschere.
Ich kann mich nur daran erinnern, meine früheren Kaninchen haben es alle gehasst, bis auf zwei. Aber mal sehen. Paket ist leer. Transportbox leider auch noch. Und langsam werde ich echt nervöser. Mein Vorratsschrank noch ein bisschen unorganisiert und unaufgeräumt. Hier sehen wir auch noch Pinsel, weil ich habe ja hier das große Wandbild da gemalt. Hier sind meine Statistenkaninchen, die kennt ihr ja noch. Da muss ich noch ein bisschen Ordnung reinschaffen. Hier haben wir auch noch Streu. Und zwar ist das jetzt für die neuen Gehege für die Hamster. Da seht ihr aber auch noch Videos. Und das werde ich auch noch anpflanzen für die Kaninchen. Katzengras und Nagergras. Weiß nicht, ob ich das noch in dem Video mache, aber auf jeden Fall auch. Kriegen sie dann auch zu fressen. Die Futternäpfe habe ich gesucht. Den riesengroßen Futternapf von Zodi, den werde ich nur reinstellen, wenn ich dann jetzt die Kräuter verfütter und alles. Ich werde zwar Heu reintun, aber auch beim Frischfutter, ich habe euch das ja gerade im Kühlschrank gezeigt, werde ich erstmal nachher nachfragen, ob ich das heute Abend dann erstmal verfüttern soll, weil sie sind ja total aufgeregt und dass ich dann lieber erstmal Heu anbiete und heute Abend dann frisch was mache. Wer erinnert sich noch an den tollen Futternapf? Hier richtig, hier ist es ein Widderkaninchen. Also beides super toll, pink und brown. Hier gibt es auch blau, aber man konnte sich die Farben nicht bei der Bestellung aussuchen, weil da muss man einfach Glück haben, was man da gerade erwischt. Wasser stelle ich mir am besten hier zur Verfügung. Den Futternapf werde ich aber am Boden stellen, damit die beiden da auch dann drankommen. Beim Wasser habe ich einfach nur immer Angst, kenne ich auch von Hamster. Man hat dann immer Pech, dass dann Streu drin liegt oder irgendwie Futter und so, wenn man es nicht erhöht stellt. Deswegen kommt mit dir oben drauf. Spielzeug vom Etikett befreien. Wäre schon toll, wenn die beiden dann hier so rumspielen würden. Vielleicht habe ich ja Glück und das passiert wirklich, aber ja, mal gucken. Sie sind jetzt so aufgeregt, aber ich werde ihnen trotzdem schon mal Spielzeug reinlegen. Einmal da und einmal hier vorne. Im späteren Verlauf werde ich ja noch so einen großen Spieltunnel oder so, den kann ich dann auch direkt hier für den Freilauf dann in eine Wohnung dann aufbauen und dann ein bisschen Spielplatz machen, aber ich denke mal, für den Anfang reicht das doch und ich werde jetzt ein bisschen Futter reintun und dann losfahren. Der Snackball, der kommt später mal zum Einsatz, wenn sie vielleicht im Freilauf sind und sich besser daran gewöhnt haben und ich sie auch so kenne, was sie gerne fressen, was ich dann da reintun kann. Solange wird er dann noch nicht gebraucht. Neben dem Furminator habe ich mir auch so eine Floh- und Staubkamm gekauft. Ich habe ja eigentlich alles an Tierzubehör zu Hause gelassen, wegen dem Hund und wegen der Katze, weil da haben wir sowas, aber ich brauche halt einfach sowas hier im eigenen Haushalt auch. Und dann habe ich das dann dazu genommen. Ich überlege gerade, ob ich da noch eine Quarkröhre rein tun soll von den Hamstern, aber ich denke, die ist einfach viel zu klein für die. Hoi! Okay, das weckt auch Erinnerungen. So. Und die Heuroppe, die befülle ich auch. Da war ja gerade noch mit Löwenzahn und das ist jetzt Schwarzwälder Gourmet-Heu. Das werde ich jetzt auch hier reintun. Das riecht so geil, Leute. Jeder Kleintierbesitzer. Boah, ist das toll. Oh, schön! Hier habe ich frisch eingekauft, das sind Kohlrabi-Blätter, hier haben wir Eisbergsalat und das sind Selleriestangen. Ich denke, das wird für die nächsten paar Tage, also bis Sonntag, weil wir haben ja jetzt Samstag, über Sonntag wird das reichen, dann werde ich wieder frisch einkaufen. Möhrchen haben wir auch noch dazu. Und dann hier das frische Wasser. Falls mir das in den nächsten Vlogs auch möglich ist, werde ich dann mit euch auf Kräuterjagd gehen. Also wir werden dann draußen nach Kräutern suchen und sie dann für die Kaninchen holen. Ich glaube, da wird jetzt hier erstmal die kleine Portion für die beiden reichen. Weitere Kräuter gucke ich dann gleich mal, ob ich dann doch noch anbiete. Ich bin gerade einfach so aufgeregt und unsicher. Da werden wir uns halt jetzt mal angucken. Jetzt geht es erstmal ab nach Düsseldorf. Ich habe mich ein paar Mal verfahren, aber ich bin jetzt da. Und jetzt gehen wir rein und Transportbox ist noch leer. Wartet ab. Ein langer Gang, ein langer... Oh, guckt mal! Da! Meine zwei auserwählten Mümmelnasen seht ihr nicht und ich musste mich echt zusammenreißen, nicht da sie zu nehmen, weil sie ja schwarz ist und weil ich liebe schwarze Kaninchen. Aber ich habe gesagt, das erinnert mich zu sehr an mein damaliges Kaninchen und dann, naja, das finde ich dann nicht so toll. Hier, die sind alle noch klein, das ist ihr Nachwuchs, aber hi Schatz, jetzt kommen doch nicht schon zu mir. Hallo, oh Gott, nein, ja, ich habe dich auch lieb. Oh, wir holen uns zwei andere. Das sind einmal ein Böckchen und eine Häsin und die beiden, die müssen wir noch holen. Und ich freue mich gerade so megamäßig. Jetzt wird eingetütet. Hochsicherheitstrakt schließen. Ich weiß mal, wo die sind. Ja, die Mama ist schon da und der Rest, aber meine irgendwie nicht. Ich habe das Kommen auf Kommando auch nicht mit denen geübt. Die können jetzt nachher schlafen. Oh, aufpassen, da ist noch einer. Ah! Nase weg. So, Ladies first.
Tada! Einmal. Ist das hier nicht? Nee, doch, das, doch, guck mal. Das ist der Papa. Ach, das ist der Papa. Die sehen sich aber sehr ähnlich. Ja, der Marlon ist auch echt. Oh, jetzt kommen die Eltern und verabschieden sich. Och, ist das süß. Oh mein Gott. Ah, nee, das ist der Dünne. Ist das süß. Komm mit raus. Da ist er. Ja. Und dann Nummer 2. Bruderherz. Ah, was passiert hier? Oh mein Gott. Die beiden Nasen. Ich kann es nicht fassen. Da sind die Babys drin und ihnen ist sehr warm. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gefilmt, wie ich sie da reingetan habe. Und dann durch die Außenbahn und alles, weil ich sie nämlich schnell nach oben packe, damit es was kühler ist. Hier haben wir den Schutzbeitrag drin und ich habe für die beiden jetzt eine Schutzgebühr bezahlt beim Tierheim von 60 Euro. Aber hier habe ich Kuchen, weil da war nämlich noch so ein Spendenfest. Und dann habe ich dagegen eine Spende halt noch ein bisschen für mich eingekauft. Und hier stehen auch alle möglichen Informationen zu den beiden Nienchen drin. Auch ganz wichtig, die Impfausweise. Die sind wieder im Oktober dran. Und da haben wir auch noch ganz viel Infomaterial. Und das hier ist eine super Sammlung für meinen Kühlschrank und zu der Faszination Heimtierwelt, die Messe in Düsseldorf. Da könnt ihr mich auch treffen. Da werde ich ja auch da sein. Da war ich ja auch letztes Jahr. Das kommt dann hier dran. Guck, guck. Ihr seht... Oh. Diese Wackelnase ist einfach so wunderhübsch. Beide Nienchen haben die Fahrt gut überstanden. Ich habe extra unten drunter zwei Kühlakkus reingetan, weil ich nicht wusste, ob das hundertprozentig wegen der Wärme im Auto klappen würde. Ich bin total begeistert. Da hinten haben wir den Böckchen. Er ist kastriert. Und hier vorne haben wir das Mädel. Die beiden sind Geschwister. Ich möchte ihre Namen noch nicht hier verraten, weil das in einem extra Vorstellungsvideo kommt. Die sind jetzt einfach nur fertig von der Autofahrt und ich werde sie jetzt ins Gehege reinlassen. Und du bist wunderschön. Du bist der Grund, wieso ich euch beide geholt habe. Ich habe sie gesehen und gesagt, oh, wow. Da war sie ja noch ein bisschen jünger. Vor einem Monat war das ungefähr. Und dann sind wir ins Tierheim und haben uns sie angeguckt. Ich habe mich sofort in sie verliebt, weil man sieht es nicht. Sie hat richtig tolle Schüchen an, aber wenn sie gleich hoppelt, werdet ihr das sehen. Beide wurden wegen Überforderung abgegeben oder Krankenhaus, oder steht eigentlich ganz viel an Überforderung, Allergie, Krankenhausbesuch. Und ihre Mama war die Schwarzhäfin, die ihr da gesehen habt. Und die hatte darauf nochmal Babys, weil sie mit ihrem Papa da zusammen war und das war nicht so gut. Und die waren auch schon was älter von den ganzen Würfen, aber ich habe mich für die beiden entschieden, weil ich hier vorne das kleine graue Steinchen total süß fand und also die sind sehr neugierig und menschenbezogen. Die kennen auch schon Hände und Kinder und alles und ich bin einfach gespannt, wie sie sich jetzt beide machen werden. Ich hoffe, die Ansicht wird jetzt nicht so sehr spiegeln. Ich werde jetzt die Höhle der Löwen öffnen. Piep. Und einmal hier unten, damit sie von alleine rausgehen können. Nicht? Oder doch? Oder? Oh, sie ist so wunderhübsch. Ihre Farbe. Da seht ihr ihre Socken. Hallo. Ja. Oh, sie ist so hübsch. Okay. Und sie hoppelt. Oh, sie erkundet jetzt alles. Sie werden noch ein bisschen größer. Sie sind jetzt ungefähr noch nicht mal... Ja, sie sind jetzt... Die kratzen jetzt an einem halben Jahr an. Und... Er kriegt jetzt auch langsam hin. Oh, komm mal raus. Er ist auch was größer. Sieht man? Da. Ah, sie ist so schön. Oh mein Gott, ich kriege mein Grinsen gerade nicht aus dem Gesicht, weil ich so happy bin, Leute. Ich bin so happy. Ich bin so happy. So happy war ich lange nicht mehr. Und oh, das ist jetzt richtig... Da weiß man, wofür man sich hier so abgerackert hat. Oh. Die Transportbox werde ich jetzt mal nur ein bisschen drin lassen, damit das vertraut riecht noch nach Tierheim. Und wir sehen sie jetzt erkunden. Ich finde das total schön. Ach, da geht mir mein Herzchen auf. Ich bin einfach nur glücklich. Es ist hier so ein bisschen lonely ohne eure ganzen Wurfgeschwister. Aber die Mama von euch, die hatte auch schon die Faxen langsam dicke. Also es waren jetzt insgesamt, die waren ja auch im größeren Gehege, habt ihr gesehen. Aber die hatte ja jetzt über die Monate Dauerbaby-Begattung. Und das war jetzt, ja, ein bisschen Pause braucht jede Mama mal. Möchtest du da durchhoppeln? Das ist extra zum Durchhoppeln gedacht, da. Und ich habe mir schon gedacht, boah, kriege
kriegt ihr das hin? Ist das zu klein, zu groß? Aber ja doch, der Pflanzring, davon gibt es nämlich kleinere. Das ist so schön, dass ihr so rumhoppelt. Oh, ihr guckt schon nach oben. Hey. Und das Tolle bei ihm ist, an der Seite, an der einen Schulter hat er alles schwarz. Das finde ich total cool. Hi. Deine Augen leuchten gefährlich. Hallo. Na? Ist das süß. Ah, vielleicht wollen wir da mal hochhoppeln. Oder? Oder? Was ist da? Oder nicht? Und ich habe heute die Softboxen, werde ich nicht anmachen, weil eigentlich kennt ihr das von der Aufnahme her. Ah, die kennen hier noch gar nichts oder direkt mit dem Licht und das muss nicht sein. Die werden jetzt Schritt und Schritt da dran geführt. Oh, da geht jemand jetzt knabbern. Hoffentlich benutzt ihr euer Klo. Ich würde es sehr begrüßen, aber man wird es ja sehen. Weil wie gesagt, ich habe Kaninchen noch nie so trainiert, dass sie genau da reinmachen. Oh, du hast so schöne Beine. Guck mal, hinten ist sogar ein ganz schwarz. Es ist richtig klasse. Richtig toll. Okay, ich bin gerade eine sehr glückliche Kaninchenmama. Ich werde jetzt mal die Transportbox hier rausnehmen. Das ist aber ein bisschen hoch, weil ich halt hier so nicht erschrecken. So, und hoppala, kriege ich das hin? Nicht, dass ich hier rüberfalle. Oh, das ist schwer. So, jetzt muss ich das hier rüber. So, okay. Dann steige ich das hier ab. Und wie gefällt euch euer neues Zuhause? Ich hoffe doch sehr gut. Ihr hoppelt ganz entspannt hier rum und sehr freudig. In solchen Momenten wüsste ich zu gerne nur, was die Tiere so denken. So, hä? Wo sind wir? Hi. Was? Wieso? Wieso? Weshalb? Das wäre sehr schön, so ein Übersetzer. Oh, da mümmelt jemand schon. Schaut mal. Nom, 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 nom. Zu den Farben der beiden. Da und wird draufgesprungen. Ach, ich habe es gedacht, so ein Hoppala-Satz. Zu den Farben. Also, wenn wir das jetzt mal so genauer betrachten, da hinten braun, schwarz, bunt, sage ich jetzt mal, da kannst du auch hochspringen. Das ist einmal ein Japaner, also nimmt man diesen Farbschlag, wenn die diese mehreren Farben ineinander vereinen. Und das Steingraue da hinter dem Stein ist kein Stein, sondern ich denke mal, wenn jetzt Experten darunter sind, die sagen, oh, das ist ein anderer Farbschlag, das ist ein Holländer-Mix. Weil normalerweise sind die schwarz-weißen Holländer-Kaninchen, die man so kennt, von der Farbe so. Und würde ich sie einschätzen, wenn es eine andere Farbe gibt, weil sie halt auch so... Das Grau variiert ja total. Wir haben schwarz, wir haben grau, wir haben ein bisschen hellgrau. Sie sieht halt aus wie der Stein hier, also wie so ein Haufen Steinchen. Und das ist halt das Tolle. Und ihre Ohren sind auch ganz schwarz. Nicht grau, sondern schwarz. Ach, jetzt schnabbert sie da hinten. Ah, sie begrüßen sich. Und sie sind seitdem sie auf der Welt sind zusammen. Ne, habt ihr schon eine kleine Reise hinter euch? Hi! Ich bin ja mal gespannt, wie das mit dem Klo funktioniert. Er ist jetzt da hinten. Ist jetzt hier. Die haben beide sehr außergewöhnliche Namen, wieder mal. Und deswegen wollte ich sie extra in einem Video für euch vorstellen. Und ja, ihr scheint das Heu hier sehr zu schmecken. Schwarzwälder Heu hier. Ja, hi! Wunderschönes Kaninchen, wunderschön. Ah, da hinten putzt sich jemand. Oh. Das Tolle bei dem Eigenbau hier ist... Ah doch, oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, dass jemand da hingeköttelt hat. Ich bin jetzt sehr zufrieden. Und da macht auch gerade jemand Pipi im Streu. Oh, ich würde dich, wenn du jetzt ein Hund wärst, würde ich dich mega loben und sagen, ja, super, toll hast du das gemacht. Aber ach, mein Herz, das ist jetzt gerade so am Schlagen, weil es sich freut. Von hier aus sitze ich bei uns auf dem Sofa und kann schön ins Gehege gucken. Und da sieht man mal, wie das überhaupt von der Größe her wirkt. Weil es ist immer für Zuschauer und auch für mich selber im Nachhinein im Video ist immer sehr ja, schlecht einzuschätzen, wie groß die Sachen eigentlich sind. Ja, da steht Wasser. Ich liebe das Hoppelgeräusch. Es ist endlich wieder was los. Tagsüber hier ohne Hund und Katze ist das ja ein bisschen... Ja, ich brauche wenigstens was Mittelgroßes. Anstatt nur die Hamster dann am Abend und ab und zu mal der Zwerg, wenn sie wach ist. Schmeckt. Ach, ist das schön. In die letzte Ritze da hinten. Da kannst du reinspringen, das ist Sand. Der ist schön kühl und kalt und toll. Kaninchen beobachten und dabei veganen Kuchen essen. Läuft. Da hinten ist gerade ein Kaninchen sehr verwirrt, weil es zum ersten Mal Sand unter den Pfoten spürt. Sie hat versucht, ihn zu fressen. Das gibt aber Zähneknirschen. Das geht nicht. Da könnt ihr gerne euer Geschäft drin verrichten, aber
Ach, wie süß. Oh. Soll ich reinspringen oder nicht? Ich trau mich nicht. Oder vielleicht doch? Nee. Soll ich? Weiß nicht. Zeig mal das deinem Bruder, wie das geht. Er ist ein bisschen überfordert mit der Situation. Ein paar Stunden sind jetzt vergangen. Die zwei sind ordentlich hier durchgepirst und haben auch schon ein Nickerchen gehalten. Kaninchen schlafen ja verteilt über den Tag so ein bisschen und machen kleine Pausen. Sie haben auch schon ihr liebstes zerstörerisches Talent gezeigt. Und zwar hier bei dem Heuhaus. Ich denke mal, ich werde dann öfter so etwas holen. Dann haben sie auch schon ausprobiert und gebuddelt. Beide haben jetzt ihre Lieblingsplätze. Er sitzt ganz gerne in dem Pflanzenring und da hinten die kleine Graue in dem Häuschen. Ich werde jetzt das Frischfutter vorbereiten für den Abend und ja, je nachdem, wie das dann jetzt zeitlich bei mir passen wird, werde ich die Tiere wahrscheinlich dann auch schon später im Verlauf morgens und dann abends füttern. Wenn, dann gibt es auch mittags so einen kleinen Snack. Aber jetzt geht es darum erstmal, dass etwas Frisches auf den Tisch kommt. Moment, das ist ja nicht Frisches auf dem Tisch, sondern Frisches auf dem Teller. Lecker Schmecker Kohlrabi-Blätter. Die äußeren Blätter habe ich jetzt hier vom Salat abgemacht, wegen ja, Giftstoffen und weil die ja im meisten Falle bespritzt sind. Und dann werde ich jetzt hiervon ein paar abmachen. Und vom Sellerie gebe ich dann auch mal ein bisschen zum Probieren. Ich glaube, das ist doch ein schönes erstes Menü für den allerersten Abend zu Hause. Tada! Mal schauen, ob sie sich da wie die Raubtiere draufstürzen. Etwas sehr Leckeres. Ich weiß nicht, ob du vielleicht gleich schon darauf zustimmst, aber es ist wirklich lecker. Und? Es riecht gut. Da muss ich mal gucken. Was ist das denn? Oh! Das süß. Ach, schaut euch das an. Mundet es? Das erste Gemüse, was du isst. Hier bei mir. Und ich hoffe, du frisst da hinten die mich alle weg, weil sie kriegt ja gerade, dein Bruder frisst gerade das Futter hier alles auf. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Also bevor er da wirklich jetzt alles wegfuttert und sie kriegt einfach nichts mit, muss ich das mal eben nach hinten stellen, weil sonst ist es ja mega unfair. Ich weiß, dass du mir da alles klauen möchtest. Hallo? 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 Ja, dürfte ich? Das ist so süß. Komm, sonst kriegt deine Schwester wirklich nichts davon mit. Ah, jetzt ist jemand wach geworden. Es gibt da was zu essen. Ja, sonst haben wir da deinen Bruder, der da alles wegmampft. Ach, das ist so süß. Ich, oh mein Gott, ihre Ohren, sie hängen da fest. Ah, oh, das ist purer Zucker. Purer Zucker. Hm. Super süß. Oh, hi. Ja, das ist die Kamera. Das ist dein bester Freund. Ab jetzt. Ah, oh, du hast mich abgeschleckt. Oh mein Gott, ich darf nicht ausrasten. Das ist so süß. Ich kann nicht mehr. Warum zieht ihr alles da weg? Ich nehme euch das Futter nicht nochmal weg. Okay, ich habe es dir gerade weggenommen, aber nimm mir das doch nicht übel. Zum Abschied dieses Videos wollte ich euch die beiden nochmal ein paar Tage nach der Adoption zeigen. Und wie sie mir schon aus der Hand fressen. Das ist doch super süß. Das ist so niedlich. Das ist so mega süß. Ich musste noch mal kurz Akku wechseln, der ist nämlich leider alle gegangen. Ihr habt den Einzug meiner beiden Nasen verfolgt und werdet jetzt auch weitere Videos hier auf meinem Kanal sehen. Die zwei haben jetzt auch ihre eigene kleine, ja, die Datei bei mir auf der Website. Da könnt ihr mal vorbeischauen, ihren kleinen Steckbrief, der dann zu den Mümmelnäschen passt. Und dazu will man uns freuen, ich habe ja schon am Anfang das verlinkt. Von den beiden gibt es täglich Bilder auf Instagram. Und eure Videowünsche etc. Schreibt es einfach in die... Ich bin gerade so happy, weil die einfach da sind und weil ich sie schon streicheln kann. Wir haben ein paar Tage nach der Adoption, weil ich habe so viel gefilmt und das Video ist ja auch so lange, wie ihr das gesehen habt. Aber ja, das ist doch ein besonderer Tag und das wollte ich mit euch teilen. Hier gab es gerade Möhrchen und ein paar Stangensellerie wieder. Und an der Stelle mit der superschönen Häsin, deren Namen ihr noch nicht wisst, weil das kommt ja in einem extra Video, sage ich dann Ciao mit V, danke fürs Zusehen und einen Like da lassen für weitere tolle Tiervideos und Mümmelnasen und
alledem einfach danke, danke, danke und wir verabschieden uns.